Moin, meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Wenn ihr ein Bosch oder Siemens Gerät mit iDOS habt, solltet ihr natürlich auch regelmäßig diese Einheit reinigen. Dazu zieht ihr die Schublade, soweit es geht, heraus, drückt diesen kleinen Hebel und schon könnt ihr die komplette iDOS-Einheit entnehmen. Und ihr seht schon, hier ist es stark verschmutzt. Das kommt davon, wenn ein wenig Waschpulver nach oben spritzt von diesem Flüssigwaschmittel. Das ergibt dann diese hässlich schwarzen Stockflecken. Die könnt ihr im Normalfall anständig mit einem Schwamm wegputzen und das Ganze reinigen. Auch im Waschmittelkasten habt ihr diese Ablagerung, die entfernt ihr am besten mit einer Zahnbürste. Im hinteren Bereich habt ihr die Anschlüsse für die iDOS-Schublade, die machen auch manchmal Probleme. Und hier habt ihr den Stecker direkt am Waschmittelkasten des iDOS. Schaut, dass ihr das auch anständig reinigt. Um das Innere zu reinigen, hebt ihr vorne an der Seite, wo der Stecker ist, das Oberteil etwas hoch und schon könnt ihr die obere Einheit mit den Pumpen entfernen, könnt hier drin noch alles gründlich reinigen und auch hier die Pumpen, die verkleben manchmal durch das Waschpulver, gerade diese Eingänge, die Schlitze hier unten, die reinigt ihr bitte auch gründlich. Sollte eine Pumpe mal schwer gehen, könnt ihr diese vier Schrauben lösen und die Abdeckung von der Pumpe entfernen und die Pumpe wieder gangbar machen. Habt ihr dann alles gründlich gereinigt, baut ihr es in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen und schiebt die iDOS-Einheit wieder in das vorgesehene Fach. Wenn ihr Ersatzteile oder weitere Hilfe benötigt, schaut gerne auf meine Seite der-servicetechniker.com. Dort gelangt ihr auf meinen Online-Shop, könnt einige Ersatzteile bestellen und es gibt auch eine Kategorie mit Tutorials, wo die häufigsten Fehler nochmal erklärt sind und eventuell bei eurer Reparatur helfen.